Moinsen Leute und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time und es ist alles vorüber. Alles wirklich? Hättet ihr wohl gerne, ne? Ihr beiden müsst eigentlich nur eine Brücke aus dem Trümmern da irgendwie machen, weil ansonsten wüsste ich nicht, wie ihr rüberkommt. Und ach, da, wie halt die Fresse, du bist ein nutzloses Stück Brot, Junge. Und natürlich, das ist so wirklich klischee-mäßig, wo ich mir denke, Gender-Fail. Klar, Zelda ist eine Prinzessin, aber wie gesagt, die eine ist auf dem Kasten und nein, was ist, sie bleibt hier, sie gafft mich an und denkt mir, ich kann das nicht, ich bin eine Frau, flachbrüstige Frau, hilf mir, geh gucken, ich hab Angst, Junge, das ist eine Spinne oder was. Und sobald wir rausgehen, wir machen so ein, okay, gucken wir, oh, scheiße, Feuer. Weißt du, das hätte mir auch nicht zu denken geben können, dass im Turm auf einmal Monster spawnen und auf einmal um Zelda Feuer ist, dass der Typ, der noch am Leben ist. Das sollte doch klar sein, ne? Hanswurst. So, Ganon ist richtig pisst. Und er zeigt das jetzt auch. Verständlicherweise. Ganon! Das ist Ganondorfs wahre Gestalt. Meister Dicer. Darf ich jetzt auch mal was tun? Oh, ach ja. Shit, das hab ich vergessen. Mein Schwert. Ich habe jetzt auch nicht das Bigoron-Schwert, was ein bisschen scheiße ist. Ach, halt deine Fresse, Navi. Aber dafür hab ich doch meinen Goron-Hammer. Den nehmen wir einfach. Boah, den werde ich jetzt auch ausrüsten, weil sonst sieht das toll aus. Ich würde schon sagen, warum kann ich meinen Hammer nicht nutzen? Wir machen es einfach, wir kriechen dem Biest ja zwischen Beine her. Hat so ein bisschen was vom Minotau. Ne? So eine Mischung aus Murtau, Schwein, Echse. Also ich finde, es sieht, Ganon sieht aus wie eine griechische Sagengestalt. Eigentlich ist Ganon ja mehr so ein Schweinemonster, sag ich mal so. Ja, komm, halt die Fresse. Hast mir jetzt hier noch was? Oh, geil, Bomben. Ich glaube, mit Bomben kann man hier auch was machen. Was ich irgendwie nie getan habe, weil ich mir denke, zwischen die Beine, lass den da mal rumkrakeln. Oh, Navi, wolltest du mir doch helfen? Dann visier bitte auf den scheiß Schweif an. Zack. Ich sehe nichts. Navi, dein Job. Hallo, cool. Nee, cool. Es wird gleich angenehmer, wenn ich mein Scheißschwert wieder habe. Das kriegen wir nämlich hinterhergeschmissen. Weißt du, das hätte Zelda eigentlich auch mal die ganze Zeit irgendwie rüberwerfen können, ja? Stattdessen macht sie wie immer nichts. Wo ich mir auch nur denke, was ist dein scheiß Problem, Mädel? So, guck mal, hast dich nicht getroffen, du Stück Vieh. Und swish. Ja, jetzt pass mal auf, jetzt muss ich. Link, das Masterschwert! Es ist hier! Weißt du, sie hätte die ganze Zeit sagen können. Alter Link, pass auf, ich schmeiß es dir rüber. Was ist? Manchmal möchte ich sie in Lava schmeißen. Hast du mir noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nein, ich soll nur das Masterschwert nehmen und Gendorf damit vernichten. Toll. Du bist so eine blöde Kuh. Pass auf, jetzt vielleicht wieder Feuer. Ja, komm, habe ich verdient. Ist in Ordnung. Kann man mal machen. Das hilft dir aber auch nicht gerne, denn mit dem Schwert bin ich ein bisschen flexibler als mit dem fucking Hammer. Glaube ich. Auf jeden Fall klopfe ich dir da trotzdem auf den Schwanz. Schweif, Schwanz, Schweif, Schweif, Aua. Schwanzi, Schwanz. Flusch! Einfach mal gechillt durch die Beine. Boah, ich hab mir echt den Scheißfilm angetan. Wenn ich grad so an versauten Kack denke, der lustig sein soll. Oh, Sausage Party nicht empfehlenswert. Ich fand den einfach nur so dämlich. Einfach nur wirklich, ne? Das war so von wegen, oh, wir werden jetzt ganz viele schmutzige Anspielungen bringen und Fäkalausdrücke nutzen und so ein bisschen auch möchte gern Porn. Ja,
Das ist total alles animiert, das ist bestimmt total funny und hip bei den jungen Leuten, bei den Kids, bei den Popular People da. Boah, Alter, war das unlustig und schlecht. Ich hab gedacht, boah. Ich meine, ganz ehrlich, so ein bisschen hat's ja so die Basic Story von Attack on Titan. Die Menschen, das sind wir sind Titan und fressen dann halt die Viecher da, also wir benutzen auch Teile und leider sterben die. So, und jetzt können wir gerne in die Hölle verbannen. Schwubbeldi schwupp schwupp, schwubbeldi schwupp schwupp, schwubbeldi schwupp schwupp. Weil sie jetzt kann sie auf einmal da irgendwie eingreifen. Die blöde Kuh stinkt und faul. Ich versuche Gendorf mit meiner Kraft zu bannen. Nimm du das Schwert und versetze ihm den Todesstoß. Und jetzt hier. Oh, ich hab meine Periode. Fuck. Oh, Schmerz. Wofür hab ich eigentlich die scheiß Lichtquelle? Die hätte ich jetzt doch auch nochmal nutzen können, um den Jungen nochmal so richtig. Kann ich aber warten und sagen nein? In den Kopf. Ja. Ja, das war's. Tschüss, Gannon. Nein, komm, ganz ehrlich, der Film, den fand ich nicht unterhaltsam. Ich weiß nicht, also mein Film war es nicht. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen vulgär und ich hau auch mal Sprüche raus. Aber es war einfach so bescheuert und. Ach, nee. Es war ehrlich gesagt nicht so wirklich meins. Also ich weiß nicht, wer fand den Film überhaupt gut? Was sind das für Leute, die diesen Film gut finden? Ich weiß nicht, ich fand auch Ted irgendwie nicht so toll. Ist nicht mein Humor. Bin halt ein verwöhntes Disney-Kind, kann ich auch nicht ändern. Endlich machen die Weisen auch mal was. Und jetzt meldet sich unser Großmeister der Finsternis oder keine Ahnung. Nochmal zu Wort. Stammelt ein bisschen rum. Ich meine, das ist ganz cool gemacht. Das Ende finde ich tragisch vor allem. Bei der zweiten Teil, den ich dann damals gespielt habe, war es ja Majora's Mask, wie wir alle wissen. Ist für mich dann ja so der Punkt, wo Link tot ist. Von vornherein tot, weil Zelda die blöde Queen hat ziehen lassen und er halt nach Navi gesucht hat und verreckt. Ne? Gibt es ja auch Anhaltspunkte da im Twilight Princess so, wo ich mir einfach nur denke, fuck nein, Mann. Ja. Und jetzt. Ah, ich finde das so blöd, die beiden, die hätten sich kriegen sollen. Link hätte sagen können, Zelda, ganz ehrlich, scheiß auf die 7 Jahre. Ich habe nichts verloren oder zugewonnen. Ich meine, der Typ kann immer hin und her wechseln, ja? Stattdessen einfach die Alte in den Arm nehmen und sie küssen. Danke, Link. Ach, ich möchte das nicht. Ich finde das scheiße, ganz ehrlich, Zelda. Lass ihn nicht gehen. Du tötest ihn. Bitte tut mir das nicht an. Ach Junge, jetzt mach doch nicht so einen auf sentimental und bla bla bla. Und es tut mir so leid, es ist alles meine Schuld. Ich habe dich damit hineingezogen. Bla 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 bla. Mann. Nein, mach das nicht. Nein.
Das klingt ihr auch noch die Ocarina gibt. Was, ich würde das Ding nehmen, auf den Boden schmeißen, kaputt treten und sagen, fick dich, ich bleib bei dir. Nein, mach das bitte nicht. Nein. Nein, das wollen wir nicht. Bitte nicht. Alle verlassen sie ihn, auch Navi. Dieser Blick von wegen, nein, nein, tu das nicht. Und dann, ach, guck mal, wie sie nimmt seine Hand. Und wie traurig sie guckt von wegen, ich will das nicht. Warum machst du es dann? Ach, scheiße, herrscht Frieden. Meine Fresse, nimm den Typen. Das ist schlimmer als Twilight im Sinne von, ich will das Ende nicht. Ich will das so nicht. Nein! Mann! Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, dein Platz ist bei Zelda. Als der, der aufgewachsen ist. Junge, der ist nicht richtig aufgewachsen. Der ist mit einer falschen Identität aufgewachsen. Oh, Zelda, du machst alles falsch. Nein. 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 Oh, warum machst du das? Ich will Happy End. Ich will, dass ihr zusammenkommt. Nein! Oh mein Gott, ich will so laut sein. Das ist so blöd. Oh, ich hasse das. Das ist jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, weiß ich, das endet nicht gut für mich. Manchmal, das sage ich ganz ehrlich, da kannst du mich voll auslachen. Da meine ich. Da kriege ich voll Piss in den Augen. Vor allem so gegen Ende, also richtig gegen Ende. Wo ich mir denke, nein, ich will das einfach nicht. Ich will jetzt wie ein kleines Kind auf den Boden werfen und sagen, nein, das will ich nicht. Ich will es echt nicht. Ich will, dass die Heititai und Liebe und alles ist schön und scheiß auf irgendwelche Konversationen und keine Ahnung und Strukturen. Macht doch einfach. Liebt euch. Obwohl Link hat so schnell die Ocarina aus der Hand gegeben. Ich glaube, der findet die alte Scheiße. Auf der anderen Seite hat er nur Gedanken an Zelda gehabt. Ach, ihr hättet heiraten sollen. Ihr hättet Kinder zeugen sollen. Vermehret euch. Nein. Du bist ein Hylianer und Link ist auch laut dem Nintendo-Comic, der älter ist als ich, adlige Abstammung sogar. Die Mutter hat irgendwas im Schloss gemacht. Sie war aber nicht die Königin, meine ich. Wenn doch, dann sind sie die beiden Geschwister. Nein. Aber das ist nicht fair, ich will das nicht. Nein, 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 das ist Kacke. Nein. Ich meckere jetzt. Oh nein! Unbefriedigendes Ende für mich persönlich. Wahrscheinlich für den Rest nicht. Und denken sich alle, Alter, halt die Fresse. Was ist dein scheiß Problem? Mein scheiß Problem ist, jetzt mal lass ich die... Es wird schön. Ich will das nicht. Nein, Mann, ich weiß einfach, diese Verbindung zu Majora's Mask ist ja halt, wenn du es... Ich glaube, wenn du Ganondorf nicht besiegst oder bannst oder so verkackst, dann... Oh, ich muss mir die Chronik nochmal angucken, wie das was ist. Da passiert Majora's Mask. Ich will nicht, dass Link stirbt. Das ist mein Lieblingslink. Ist das ganz ehrlich? Alle anderen Links kommen immer so ein bisschen im Buckel runterrutschen. Das da ist mein Link. Das ist mein erstes Spiel. Ich habe mir damals zu Karneval in der Grundschule ein Link-Kostüm gemacht. Mein Vater hat mir auch noch so ein Schild gebastelt, das halt aussehen sollte wie dieses Hylia-Schild. Ich hätte ein Plastikschwert. Das ist mein Teil, das ist meins. Und Nintendo macht mir das noch gleichzeitig kaputt, das ist scheiße. Oh nein, ich kriege Pipi in den Augen. Ah! Aber dafür feiern die jetzt alle Partys, finde ich auch cool. Mit Salias Lied. Oh, das ist doof. Ich will das nicht. Nintendo, warum? Ach, scheiße, Mann. Ich soll mich nicht so anstellen. Oh, guck mal, da sind's alle besoffen und beschwiebst und... Yay! Und die Kokiri ist... Eigentlich dürfen die den Wald doch gar nicht verlassen. Die verrecken dann noch. Ist so. Egal. Wir lassen das jetzt einfach mal so gelten. Party, Mann. Was auch ein bisschen traurig ist, die ganzen Waisen sind alle für sich. Die feiern dann nicht mit. Die sind nicht zurück bei ihren Leuten. Die müssen da einfach bei sich bleiben.
Wolle, Wolfgang Petri. Oh, ja. Kann ich auch. Oh, es ist zu Ende, nein. Und da, der böse Bub in der Mitte. Die Alte mit den Hühnern hat mich auch so fertig gemacht. Ach, guck mal, wie schön die sich alle vertragen und alles ist so happy die Deppy. Finde ich ja doch schon ein wenig cool. Und er ist traurig. Ich glaube, der denkt an Salia. Weil die fehlt ja so für ihn. Und mit Rutu weiß der Dicke ja auch nicht, was los ist, ne? Und das ist jetzt wieder so ein Tiefpunkt in der Stimmung. Du hast so, ah, oh, alles ist schön. Und dann hast du dann die ganzen Weisen, die da halt für sich sind. Weiß ich nicht, finde ich doof. Ach, ihr seid doch gemein. Ach, ich sollte die Fresse einfach halten. Was tut mir so leid. Bei mir passt das Ende nicht. Ich meine, die sind alle glücklich. Ja, die haben es geschafft. Das ist mein Lieblings-Zelda-Teil. Kein Teil der Welt kann daran stinken. Und jetzt verlässt ihn auch noch Navi. Ich weiß nicht mal warum. Warum macht die Fee das? Weil Link sie jetzt nicht mehr braucht oder was? Weil Link mal die Drecksarbeit gemacht hat und jetzt wird er hier irgendwie da alleine gelassen? Und vor allem, was will Link jetzt noch in den Kokiri-Dorf? Ich meine, der hat nichts mehr. Ihr habt ihn quasi ausgesetzt. Ihr habt ihn getötet. Oh Mann. Vor allem, seien wir ehrlich, Majora's Mask, wir haben Navi nicht gefunden. Und dass er sie auch so gehen lässt, denke ich mal so, Link, warum? Oh, ich finde das traurig, ey. Ach Gott, ich sag's dir, ey. Immer dieses ey, furchtbar. Es gibt Tage, da bin ich nah am Wasser gebaut und dann fange ich spätestens an dieser Stelle an zu heulen. Aber so richtig, dann habe ich die Pisse in den Augen, dann kann ich reden. Das war beim ersten Mal so, wie ich das gespielt habe auf meinem alten Kanal. Da habe ich erstmal gedacht, oh scheiße, da habe ich richtig, ich weiß gar nicht, was ich mit Facecam gemacht habe, aber danach habe ich erstmal voll fett angefangen zu heulen. Oh, mir kommen jetzt auch schon wieder ein bisschen die Tränen, das ist scheiße. Ja, das ist halt, wenn du... Das Spiel habe ich echt seit der Kindheit. Das ist so echt mir extrem ans Herz gewachsen. Da kommt nichts ran. Selbst, ich meine, Terranigma war eigentlich so vielleicht mein erstes richtiges Spiel, aber das war halt so das Spiel. Und ich glaube, jeder hat, kennt das vielleicht, dass man sagt, das ist dieses eine Spiel. Dass man das hat und... Warum das jetzt auch immer so komisch ist. Eigentlich müsste es doch ein bisschen mehr Sepia-Ton sein, oder? Ja, The End, Mann. Ich fange mich echt an zu. Oh nein! Nintendo macht mich traurig. Ja, das war auf jeden Fall The Legend of Zelda Ocarina of Time. Die nächsten Parts werden sich nur noch mit Nebenkram beschäftigen. Ich weiß jetzt gar nicht, Kero, wer von uns beiden gewonnen hat. Ich meine, du konntest jetzt ja nichts dafür mit der Krankheit, aber ich hab's jetzt durchgezogen. Ja. War schön. Was soll ich noch großartig zu sagen? Das ist so mein Spiel. Ich sollte aufhören, so viel zu meckern. Majora's Mask wird es geben. Es wird auch die anderen Zelda-Teile geben. Vielleicht Link's Awakening als nächsten. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und way.